Moin Moin und hallo. Willkommen zu einer weiteren Partie Let's Play Borderlands 2. Heute unter dem Titel Aufstand des reitenden Gartenzwerges. Hat mit der wahrscheinlich mit der letzten Folge zu tun, wo ich den dann irgendwo hatte und derbe verschissen habe, auf Deutsch gesagt. Heute zu Gast bei mir in der Community einer meiner besten Freunde, der Crumbsman. Der wird euch schreibtechnisch zur Seite stehen und nebenbei vielleicht noch den einen oder anderen dummen Spruch zu mir bringen. Man weiß es nicht. Mal gucken, was kommt. So, dann wollen wir auch gleich mal anfangen. So, Stelle ist ja noch bekannt. Allerdings habe ich auch leider weder bei YouTube noch hier bei Twitch oder sonst irgendwo ein Feedback zu meiner letzten Folge erhalten, bezüglich wem wir nun diese lustigen Puschel geben sollen. Crumbsman, ich denke mal, das darfst du dir dann heute aussuchen, ne? Erstmal ein paar Viecher jagen. Aber das Dumme ist, ich komme mit der Klasse irgendwie noch nicht richtig klar. So. Und noch ein. Hörst du mich noch? Nein! Ach, scheiße nochmal. Und wieder beigetreten. Juhu. Oh, das ist aber schlecht. So, Waffe wechseln, SSG. Aha. Oh nee, ich werde jetzt schon wieder sterben. Das ist doch dreckig, ist das. Ah, ich hab das Spiel echt verlernt. Aber ganz derbe. So, kurz. Solange ich respawne. So. Ach ja, wir können ja noch einen unserer Perks hier verteilen, ne? Wollen wir das mal machen? Wenn du stirbst, wirst du eine Granate haben und killst du einen Gegner, erhältst du damit doppelte Erfahrung. Und das klingt doch schon mal nach was Interessantem. Das nehmen wir doch gleich mal. Okay. Ja, und wie hast du es jetzt angemacht? Ja, dann bist du Community-Mitglied übers Handy. Kann man auch so machen. Muss man aber nicht. Es ist deine Entscheidung. Auf mein Handy, da kann ich den Sound einfach leise stellen und dann sehe ich das Bild. Ja. Den Ton habe ich ja von dir aus. Ja, gut. Hier weiß ich jetzt nicht, ob du da dann irgendwie noch zusätzlich hast oder brauchst oder wie auch immer. Ich kenne doch Borderlands. Ja, ist ja gut. Bleib mal.
Bleib mal geschmeidig. Ja, ne? Das ist so ein bisschen was von Henker aus dem Mittelalter. So, erstmal. Dass du wieder an SM denkst, das war mir schon fast irgendwie klar. So, das macht 38 Damage. Ich muss das irgendwie ein bisschen variieren lassen hier. Ich habe aber nur keine Ahnung, wie. 18 Schaden. Nehmen wir die hier. Nee, also in der letzten Folge, da bin ich hier elendig zugrunde gegangen. Es war schrecklich, war das. Für alle Beteiligten. Das ist schön für dich. Vielleicht kannst du nicht mehr mit deinen Zähnen. Ja. So. Ich weiß aber auch nicht, ob du es gerade noch mitgekriegt hast. Du, das heute die ehrenvolle Aufgabe, dir auszusuchen, wem wir unsere netten Puschel-Dinger geben, die wir den Buddymox abgezogen haben. Ja, es gibt doch hier diese eine Quest, da musst du Bullymox erst anschießen und danach verprügeln, damit du deren Fell kriegst und so. Und da kloppen sich doch im Nachhinein Claptrap und Hammerlock drum. Ja, Waffen von beiden. Vom Claptrap kriegst du eine Schrotflinte und von Sir Hammerlock ein SSG. Aber ich will das. Ja, die Frage interessiert dieses Mal nicht. Waffen und so kriege ich ja so oder so. Es gibt ja keine Ahnung, fast eine Möglichkeiten, hier irgendwie eine Waffe zu kriegen. Die Frage ist dieses Mal einfach nur, wer ist sympathischer? Der, der uns andauernd als Diener bezeichnet, oder der, der irgendwie versucht, Claptrap loszuwerden? Für Hammerlock. Ja, okay, dann nehmen wir Hammerlock. Vor allen Dingen, wir haben so oder so erstmal keine Ahnung, ob die Waffen wirklich was taugen oder auch nicht. Ja, kannst du die Werte sehen? Ja gut, aber wenn ich hier jetzt noch im Nachhinein was Neues und Besseres finde, ne? Ja, ich bin jetzt gerade auf dem Weg zu ihm. Das ist ja hier unser reitender Gartenzwerg. Und wie gesagt, letztes Mal, als ich den Stream gemacht habe, ich habe elendig verschissen. Grinst mal in die Kamera, Freunde. Oder fall runter. Welcher Raketenwerfer? Das ist hier das, wo der Dings am Reiten ist. Natürlich reitet der. Du hast es doch nicht gespielt. Oder wenn, dann nicht zu lange. Also ist es zu lange her. Ist gut, ist gut. Nein, das was du meinst, das ist das, was jetzt im Nachhinein noch kommt. Oh. Ja, das sind zwei Stück. Das kommt noch. Das. Ja. Die Wand und die Gegner. Und noch eine Wand oder so. Nein, das ist hier jetzt erstmal so eine Nebenquest. Spritz mich mit deinem Blutpfeil! Da! Ah, keine Munition mehr. Wie ich es liebe. Wow, eine Schatzkiste. Oh,
ist ja gut. Ein Zuschauer, ja, wahrscheinlich dich. Im Moment sehe ich mir nicht selber zu. Das war eine sehr schöne Art des Quickscopes. Oh. Geht doch. Was ist denn der jetzt? War das hier oder im ersten Teil mit diesen Freeballs-Typen? War ja eigentlich auch einer der... Ja. Es gab doch irgendwie in irgendeinem Teil, ich weiß nicht, ob es jetzt der hier oder der Vorgänger war, einen Typen, der von sich behauptet hat oder so. Ich halte die Augenlider ab, damit du bis zum Ende zusehen kannst. Oh. Niemals aufhört zu killen. Niemals. Ja, den gibt's hier ja auch. Oh, jetzt stirbst du. Jetzt ist Bürgerzeit. Der Arzt, dem die Spinner vertrauen. TK Baha war das. Komm her, komm her. Wir gehen gemeinsam drauf. Ich habe es getan, aber es hat nicht funktioniert. So. Ja. So. Oh, ey, diese scheiß Schrotflinten-Zwerge hier. Da habt ihr. Ja, Frage ist nur, kriege ich das hin mit der Übereinstimmung, dass du über die 360 und ich dann über die One den ganzen Kram einmal machen können. Also der erste Teil, der ist definitiv freigeschaltet, fragt sich nur, wie das mit der Kompatibilität ist. Genau. Hast du es schon ausprobiert? Ja, aber das ist ja speziell Xbox One. Ach, genau. Und das hier ist so, also... Ich mach den ganzen Kram, da ist er. Ich mach den ganzen Kram hier ja über die Handsome Jack, Kollektion. Oh, schieß, schieß, schieß! Kratz ich mir dein Gesicht vor den Fingernägeln! Genau, 2 und 3. Aber 3, muss ich sagen, war nicht so prickelnd. Ich hab's aber auch nur einmal gespielt. Oh. Boah! Ich hab ihn! Strukturen der Bullimons. Kehre rasch zum Schwarz. Ich empfinde eine tiefe, dunkle Wärme. Ja. Och, Mann. Ja. Du hast den falschen Hund geweckt. Ja.
Och man, ey. So. So, der ist schon tot. Gut, ich hab dir ja gesagt, das ist so falsch. So. War's das denn jetzt? Sieht so danach aus. Und jetzt hat er die ganzen Sachen so schön da oben gedroppt, dass ich da höchstwahrscheinlich nicht mehr rankomme. Ey. Oh, da ist eine Leiter. Der nimmt hier seine super geile Kreissägen-Axt und zersäbelt alles, was ihm in der Quere kommt. Ja. Der Charakter wurde mir empfohlen, der soll wohl richtig rocken, aber bis jetzt kann ich mich wirklich noch nicht so mit ihm anfreunden. Das kommt vielleicht deswegen, weil ich überwiegend nur Kommando gespielt habe. Ja. Ist aber auch so ziemlich die einfachste Klasse, muss man dazu sagen. Was ich, glaube ich, mal angezockt habe, war der sogenannte Macromacer. So, jetzt gehen wir erstmal nach oben. Da. Macromacer, das war irgendwie dieses kleine Mädchen, was dann auch so einen Kampfbot heraufbeschwören konnte. Ja, da möchte ich jetzt aber nicht drauf, weiter drauf eingehen. Oh Gott, was ist... Oh, geile Sache. Level aufstieg. So. Ja, ich höre. So. Inventar ist voll. Oh, um Gottes Willen, ich bin begeistert. Ah. Ja, aber was willst du Besseres machen? Jetzt heißt es aussortieren, ne? Das, was am schwächsten ist... Nee, das, was am wenigsten Geld bringt, das sollte ich rauswerfen. 32, 55, 32, 20 raus. Prüfen, auswählen, vergessen, Y. 20, 31, So. M 32 auch noch raus. Du bist derjenige, der das erste Mal stärker. Ich glaube wohl. Also meinst du jetzt von meinen Videos her oder? Ich weiß es nicht. Ich habe echt keine Ahnung. So. Ja, Borderlands ist auch einfach nur krass geil. So, Perks verteilen. Kannst du mir mal kurz eben die Uhrzeit geben? Ja, 10.49 Uhr. 10.49 Uhr. Gut, dann habe ich jetzt noch ungefähr eine Dreiviertelstunde. Da muss ich eigentlich auch schon wieder los. Nee, wahrscheinlich Zeitungen. Ich habe bei Spieletipps gelesen, die wollen ja Crash Bandicoot für die Sony wieder zurückholen. Crash Bandicoot für die Sony, ja. Ich enthalte mich jedes Kommentars. Also, gut, wenn Sony der Meinung ist, da wieder so einen Exklusivtitel zu machen. So, genau, hier wollte ich hin. Maximale Gesundheit und Schildladeverzögerung erhöht sich, Nahkampfschaden erhöht, weitere Schadensboni, wenn dein Schild unten oder ein Magazin leer ist. Ich denke mal, vorerst wäre es besser, hier das zu nehmen. Ja. So. Hey. So.
Aber auch diese entspannende Musik immer in dem Spiel. Schönen guten Tag. Mensch, achtest du denn gar nicht auf den Chat? Mensch, nochmal. Ja, jetzt stelle ich dich da schon extra als Chatmenschen hin und du ignorierst es ganz gekonnt. Also wirklich. Ah, was soll ich nur mit dir anfangen? So. Okay. Ups. Komm her. Ja los, wo seid ihr? So. Dann laufen wir mal weiter. Laufen, laufen, laufen. Alle machen, laufen. So. Ja, also irgendwie sind diese Bullymonks wie meine Katzen. Ich springe mich auch andauernd an. Aber die werfen nicht mit Steinen, die werfen einfach nur Sachen runter. So, ja, komm her. Oh, was ist das? Ein neuer Schild. Bin ich jetzt überhaupt? Jetzt habe ich mich hier so auf den ganzen Kram konzentriert, dass ich vergessen habe, wo ich bin. Beziehungsweise wie ich zurückkomme. Ach, da lang. Ja, das Thema hatten wir ja gestern schon, ne? Ich verlauf mich einfach mal auf einer Karte. Nein, ich werde nicht Siri fragen. Wenn, dann frage ich Cortana. Nee. Es gibt ja wirklich Menschen, die sich auf Halo Multiplayer Maps verlaufen. Das fanden wir ja gestern noch recht amüsant. Alter, der grunzt aber auch wie so ein Schwein, wenn er rennt. Ah, du bist ein schlechter Mensch, bist du. Keinen Ton anhaben. Wenn ich den Ton anmache, dann höre ich das alles verzögert, was sie jetzt sprechen. Oh. Genau. Und wie gesagt, da sich ja sonst keiner gemeldet hat und ich jetzt dann auf dich höre, geben wir auch unsere netten Fellbüschel dann dem Sir Hammer noch. Ja, ist im Moment ja, so wie ich das gesehen habe, keiner mehr da. 3 Zuschauer, dann schreibe hinein. Claptrap oder Hammerlock, wer darf es sein? Wer kriegt die netten Fellbüschel? Oder auch, um die Frage, um eine lustige Frage zu formulieren, wer hat danach die Haare schön? Schießt doch! Schießt! Sehr schön. Ah, ja, das ging ja mal richtig schön. Oh Gott. Ah, das ging nach hinten los. Nein, nein, Kumpel, lass dir Zeit beim Nachladen. Thank you.
Oh, du hast so ein schönes Talent dazu, mir die Offensichtlichkeiten des Lebens zu verraten. Aber gut, dieses Schild da eben habe ich nicht verstanden. Warum stand da jetzt... Ja, deine auch. Wo ist denn der jetzt? Ja, frage ich mich auch. Das ist neu. So. Ich empfinde eine tiefe, dunkle Wärme. So, Community sagt aufschlussreich. Das wollte ich gerade damit sagen. Das ist sehr, sehr aufschlussreich. Also gut, dann werden wir uns auf dich verlassen. Hammerlock. Hammerlocke. Ja, wunderschön. Claptrap, oh mein Gott. 1-1, 1-1. Claptrap oder Hammerlock. Okay, Justin, du bist außen vor. Dann geben wir's Claptrap. Wir wollen die Götter der Tastatur ja nicht erzürnen. Flint und ich hatten ein Gentleman's Agreement. Ich bringe ihm die Sachen der Leichen, die Jack im Clutch ablegt. Er quält mich dafür nicht mehr mehrere Stunden am Stück. Und dann hat das doch. Okay. Schluss. Wir erledigen ihn, klauen uns mein Schiff zurück und fahren nach Sanctuary. Ja, genau so ist es. Also... Los, wir gehen da lang. Halt die Klappe. Nein, 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 du wirst auch gar nicht gemein. Beispielhaft. Ja, ich habe einen Kopf. Einen Kopf, einen Kopf. So, welche Quest nehmen wir jetzt überhaupt an? Nehmen wir schon wieder die Hauptquest? Ich würde sagen, ne? Ja, Hauptquest. Ja, wo ist denn? Die werden so genannt, weil sie Leute in Hexen reißen. Diese Brechstern sind eklig. Und? Wie war dein Tag, Schauer? Wir haben nicht viel geredet, seit ich dich abkratze. Ja, da hat er ja, wie heißt es, irgendeinen Präsidenten gespielt, ne? Damit kann ich leben, Freund. Wir einigen uns darauf, dass wir uneinig sind. Jetzt reicht. Ja, der. Das ist jetzt die sogenannte Nachtelf-Irokese. Was hast du getan? Das waren Menschen mit Familien und Freunden und. War nur ein Witz. Scheiß auf die Typen. Oh, ich war gerade kurz davor, mich schlecht zu fühlen, aber. Das Diamantpony. Ja, hast du das nicht gehört? Das waren Menschen mit Familien und Freunden. Aber das ist irgendwie pubertär. Wie wär's mit Aschgaul? Nee, das ist noch übler. Ich glaube, ich denke noch etwas drüber nach. Zack. Oh, ich höre die ganze Zeit Explosions. So. Schön aufgeräumt. Oh. Ey, hast du das gerade gesehen? Beziehungsweise, das wirst du gleich noch sehen. Der wedelt da so ein bisschen rum wie SpongeBob. Und der, um ehrlich zu sein, sieht er auch ein bisschen so aus. SpongeBob mit Irokese. Mensch.
So. Ach ja, ja, gut. Genau, wir sollten jetzt erstmal kurz eben unsere Waffen neu ausrüsten, weil ich weiß, was jetzt gleich kommt. Ich glaube, die Sniper werden wir erstmal nicht gebrauchen können. Nehmen wir doch mal unsere explosive Schrotflinte von Torch. Torch, das bleibt. Bitte keine SpongeBob-Zitate jetzt. Das Spiel ist sowieso schon durch genug, von daher. 23 mal 9 mit Explosion, 22 mal 5, das ist definitiv weniger hier. Sieh die Zahlen, schmecke die Gewalt. So. Sollte. Yay. Sollte denn jetzt so hinhauen? Zumindest glaube ich das. Ja. Ah. Ich sollte was klarstellen. Das Diamantpferd, von dem ich dir erzählt habe, das ist eine Skulptur oder sowas. Nur was ist eben aus. Weißt du was? Schnell. Arschgaul. Ja, braves Mädchen. Oh, sag hallo. Arschgaul sagt hallo. Ich hol mir auch einen Arschgaul. Zündet die Lotte, ihr Hunde! Wrestling Team! Jetzt kann's rotzen! Da hat jemand ein Festessen geliefert! Ja, weil die so diese Wrestling-Posen gemacht haben. Wow! Das war Nummer 1. Nee, da haben wir geprügelt. Sieben derzeit. Ja, komm her hier. Und das war's. Ja, also ich bin schon krass drauf. So. Oh, jetzt kommt mein Lieblingspart. Wenn ich denn da hochkomme. Will er nur da hoch. So. Alter, das gibt's doch gar nicht. So. Da hoch. Bisschen anbrennen. So, geschafft. Ja, cool. Kann ich das Ding nicht verwenden, oder was? Ach so, ich muss erst zu dem Freak hin. Verflixt und zugenähtes, versperrtes Tor. Oh, Idee. Untertan. So, und jetzt. Schießt das Tor kaputt. Aber erst, wenn ich aus dem Weg bin. Verstanden? Wenn du das Tor jetzt kaputt schießt, könnte ich ernsthaft beschädigt werden. Ach was. Jo. Es ist einfach wunderschön. Ich empfinde eine tiefe, dunkle Wärme. So, und wieder raus.
Laufen, laufen, laufen. Machen, machen, laufen. Eine Kiste. Kiste. Nee. Oh, ich muss unbedingt Inventar verkaufen. Das geht so nicht. Laptrap hat also einen neuen Freund, hm? Ich muss sagen, der kleine Schrotthaufen fehlt mir. Die Geräusche, die er gemacht hat, wenn wir ihn angezündet haben. Hier kommen die Tränen. Es gibt doch nichts über eine ordentliche Schlägerei. Gottes Willen. Ey, die Kugeln der Schrotflinte sind aber mal richtig sehr ganz so viel langsam. Frage, hat jemand meinen Knastschaft gesehen? Der kleine Dreckskerl ist vor ein paar Monaten entwischt. Dann die muss ich auf diese als Ersatzpolterpuppe zurückgreifen. Oh, der ist aber schön explodiert. Beim nächsten Ton hieß es, wer unser Leben wollt, ist es 32. Oh, oh Gott! Jess, bis 2:35. Ja, wir haben auf jeden Fall eine sehr genaue Zeitangabe hier auch. Ja, siehst du gleich. Das ist ja alles immer ein bisschen verzögert, das ist nicht scheiße. Ich habe auch eine Antwort für euch. Ein rotglühender Schürhaken ins Auge. Ich bin noch nicht voll. Meine Muckis ab, Muckis. So. Mach Kiste auf. Und Lisa auf. Munition. Perfekt. So, damit sollte man ja jetzt ein bisschen weiterkommen. Nicht viel, aber ein bisschen. So, da ist er. Gib deine Spenderorgane bitte in den Behälter dort unten.
Verkaufen, 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 verkaufen. Den nicht. Stärker! So. Dann einmal sofort Medis. Was haben wir hier an Schilden? Nichts Ordentliches. Okay. Dann laufen wir mal weiter. Wow, was ein explosiver Auftritt. Oh mein Gott, ein neues Level erreicht. Ja, hängt in jeder Kneipe, diese Dartscheibe. Vorschlag, du und Clappy werdet für immer unsere Lieblingsfolgeopfer. Und dafür lassen wir euch leben. Überlegt es euch, lasst euch Zeit. Darauf werden noch Turniere gespielt. Einfach einen Typen an die Wand nageln und dann wupp. Ja. So, da draufsetzen und dann mit den nächsten anlegen. Ja, ich habe ihn auch schon verteilt. Ja. Ah, irgendwo kriegt man immer so einen Skillpunkt her. Diese verdammten Psychos. Sehr schön angeschwächt und jetzt... Nein! Komm her! Och man! So, eine Viertelstunde habe ich noch. Waren es fast neben? Ja, ich habe es jetzt im Moment nicht so schnell gesehen. Ich war mehr damit beschäftigt. Ja. Ja, das war ja keine Säure, das war Slack. Und das schwächt die nur um einiges an. So. Da ist er. Nee, also die Kugeln sind echt zu langsam. So. Könnt ihr mal bitte den Bot in Ruhe lassen? Gesagt, nenn mich nicht Unterhahn. Zahn. Unterhahn. Was? Ja, das Blut, das war von den Typen, die ich da verprügelt habe. Dann, oh Gott, dann kann Claptrap auch bluten. So ein Zwerg oder was? Ah, so. Aber wir haben es zumindest schon fast geschafft. Zumindest den Teil hier. Rache an denen, die sie getötet haben. Außer sie wurden von Hyperion-Mitarbeitern getötet. Ja, ich muss ja, also ich habe ja auch noch Termine, also allzu lange kann ich auch nicht mehr machen. Ich muss eigentlich um halb los.
Aber das sollten wir bis dahin schnell schaffen. Alles gut. So. Hatten wir hier noch Gegner? Auf sicher, irgendwo. So. Während er sich jetzt darüber aufregt, dass er hier keine Stufen laufen kann, renne ich schon mal hoch. Das ist das Gute daran, dass ich das schon mal durchgespielt habe. Das heißt, nicht nur einmal. Ja, der Anfang. Der Anfang ist aber auch nicht schwer. Du musst wirklich die gesamte Kampagne spielen. So. So. Er brennt. Ich empfinde eine tiefe, dunkle Wärme. So, laufen, 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 laufen. Trampen. Trampen rauf, trampen runter, trampen rauf, trampen runter. Schön, wie hier gerade die Pfeffer benutzt werden. Komm her und rieche mein Fleisch. Ich steige rein, nicht. Habe ich ja noch einen. Lass dir nur Zeit, Untertan. Ja, die ist aber wesentlich weiter unten explodiert. Die ist ja irgendwie noch gegen die Decke geklatscht. So, Captain Flint. Also, wenn ich gut genug bin, dann sollte der Kampf nicht allzu lange dauern. Ups. Ja. War mir wieder ein Vergnügen. Ja, er ist ein kleiner Spinner. Komm, Rassling! Deine Claptrap-Einheit ist wieder da! So. Sieht ein bisschen aus wie ein Konzert von Rammstein. Jede Menge Feuer. Und Leute mit Masken. Oh, Argosse! Es tut mir leid, Captain Flint, Sir! Bitte versagen Sie mich nicht wieder! Ach Scheiße. Mir tut niemals etwas leid. Och Mensch, ey, die sind aber auch überall wieder. Ich habe ein Plätzchen für dich in meiner Leber. Du kannst mich nicht stoppen. Ja. Ja. Heute Abend werde ich auch dran sein. Ja. Okay. Danke erstmal für deine Community-Unterstützung. Jo. Und dann sehen wir uns heute Abend. Jo, bis denn. Ciao.
So. Piranha. Immer gern gesehen. Ich schneide dir die Augenlider ab, damit du mich am Ende zusehen kannst. So. Damit hätten wir Captain Flint auch erledigt. Wieder noch was fallen? Nein, ich hab den. Okay. Sondern wach auf. Upp. Geschenke! Geschenke, Geschenke, Geschenke! Alter Seebär. Oh Gott. Ich sollte das Vieh eigentlich verhauen. So. Und nun, Kurse, lass uns Segel setzen! Ja, weil das Ding auch so viele Segel hat. So, also das wäre es dann auch schon wieder für heute mit meinem Let's Play zu Borderlands 2. Ich hoffe, es hat gefallen. Lasst mir einen Daumen da, eine gute Bemerkung oder sonst irgendwas. Ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag, Nacht, Morgen, wie auch immer. Ciao, ciao. Thank you.